Was geht ab? Michael hier. Erstes Video. Heute wird geschliffen. Die Platte steht schon draußen auf Böcken, beziehungsweise auf Stühlen tatsächlich. Aber die Platte steht draußen. Ich werde jetzt einmal abschleifen. Der Delta-Schleifer liegt auch schon bereit. Ich werde einmal mit einem etwas gröberen Schleifpapier schleifen und danach noch einmal mit einem feinen drüber, damit die Platte auch wirklich schön eben wird. Danach holen wir die Platte dann wieder rein und werden dann hier drin beizen und den Rest machen. Wird bestimmt nicht allzu lange dauern. Von daher, lass uns rausgehen. Bis gleich. So, 2 Tage später. Ich habe die Tischplatte jetzt reingeholt. Steht jetzt hier. Ich habe mir allerdings noch ein paar Videos angeguckt. Da wurde gesagt, wenn man beizen will, dann soll man die vorher noch einmal mit Wasser einstreichen und dann nochmal abschleifen, weil dann die Beize besser hält. Deswegen mache ich das jetzt nochmal. Und dann müssen wir hier drin nochmal schleifen. Ich hoffe, das wird nicht allzu staubig. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wird schon gehen. Bis gleich. Ich habe jetzt in den Beizpinsel, ich habe mir eine Schüssel Wasser dazu geholt und jetzt werde ich die ganze Platte einmal mit Wasser einpinseln und dann trocknen lassen. So, auf jeden Fall gut, dass ich die Pappe hier aufgestellt habe. Spritzt auf jeden Fall jetzt schon gut. Und wenn man dann die Beize ähnlich aufträgt, die ist ja wohl auch wasserbasiert, dann wird das wahrscheinlich ähnlich spritzen und die braunen Spritzer brauche ich hier nicht unbedingt an der Wand. Das hier ist jetzt gerade die Unterseite, die zukünftige. Und die andere Seite ist eigentlich die, die hübsch werden muss. Damit ist jetzt die ganze Platte einmal eingewässert. Ich warte jetzt, bis sie getrocknet ist. Und dann schlage ich einmal drüber. Alles klar, die Tischplatte ist jetzt wieder trocken. Oder weitestgehend zumindest. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich denke, das ist okay so. Das Einzige, was mich stört, ist, dass an vielen Stellen oder an manchen Stellen zumindest ist das Holz ein bisschen hochgekommen, so als ob das so furniermäßig, aber das ist ja keine Furnierplatte, deswegen wundert mich das ein bisschen. Auch am Rand sind teilweise Stückchen nicht ganz perfekt hochgekommen. Ja, so wie hier, kann ich gleich mal einmal die Nahaufnahme von zeigen. Hier steht halt das Holz ein bisschen ab, so als ob es Furnier ist. Ich vermute, das hat was damit zu tun, dass an der Stelle einfach abgesägt wurde und die Holzplatte war eigentlich quasi das eine Holzstück da dann vorbei war und dann gerade so das neue angefangen hat. Das ist ja eine Leimholzplatte und an den Stellen fängt dann gerade ein neues Stück an und deswegen ist es dann nur so ein ganz bisschen und von der Feuchtigkeit hat sich das so ein bisschen hochgedrückt. Das ist nicht so ganz ideal, aber ich werde jetzt einmal drüber schleifen, dann gucken wir mal, wie das danach aussieht und ich denke, dann wird das auch schon passen. Das muss ja nicht perfekt sein, das soll ja nur gut aussehen und vielleicht löst sich das Problem ja auch noch wieder von selbst, wenn es geschliffen ist und dann die Beize kommt, das ist dann ja auch nochmal Feuchtigkeit und wenn ich das jetzt nicht durch das Wasser so gemacht hätte und das sich dann anhebt, dann wäre es wahrscheinlich spätestens bei der Beize sowieso passiert, das ist ja eine wasserbasierte. Ja, wird schon passen. Wir schleifen jetzt erstmal einmal ganz dünn ab. Ich hole dafür mal einmal das Schleifpapier. Das ist ein Werkzeug. Das ist auch wie ein Bügeleisen. Das sieht echt aus, ein bisschen wie ein Bügeleisen, ne? Ja. Hast du recht. Gut, ich schleife den jetzt einmal ab. Letztes Mal beim Schleifen war ich da noch nicht so belesen dran. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, man soll immer in Holzrichtung schleifen, also in Richtung der Faser, in Faserrichtung. Und letztes Mal habe ich hier so ein bisschen, mal so wie es kommt, wie es geht, geschliffen. Und jetzt werde ich mal mehr darauf achten, dass ich auch wirklich in Faserrichtung schleife. Dann soll das wohl beim Beizen noch schöner aussehen. Probieren wir es aus. Hier ist jetzt passiert, dass ich das Ding hier hochgerissen habe. Ja, wie macht man das denn am besten? Reißt man das raus? Weil es die Unterseite ist, scheißegal.
Ich reiß das raus. So. Gut, jetzt ist dann klar ein kleines Stück rausgerissen, aber das macht ja nichts. Akku leer. Das ist ja richtig gut. So, für die Tischplatte hat es noch gereicht. Ist jetzt auf jeden Fall sehr schön glatt und die eine Stelle hier, ja gut. Passt schon. Ich gehe noch einmal über die Kante drüber. Einfach nur, damit die nicht so scharfkantig ist. So. Ich würde sagen, das passt. Aber hier sind jetzt solche Stöcke, wo das Holz ein bisschen hochsteht. Das ist blöd. Vielleicht habe ich zu viel Wasser genommen. Ich werde auf der anderen Seite jetzt mal weniger Wasser nehmen. Vielleicht passiert das dann ja nicht. Ist ja schon mal gut, dass ich mit der Rückseite angefangen habe, weil jetzt habe ich schon daraus gelernt, dass ich weniger Wasser nehme, wenn es denn daran liegt. Weil hier sind jetzt schon ein paar Punkte drin, die vorher besser waren als jetzt nachher. Die Seite ist jetzt auf jeden Fall schon mal sehr schön glatt. Fühlt sich echt gut an. So an sich aber noch leicht rau. Ich denke, so wird die Holzfläche gut die Beize aufnehmen. Und wenn ich das dann lackiert habe, dann wird es ja sowieso schön glatt sein. Von daher denke ich, das wird schon kein Problem sein, wenn da kleine Macken drin sind. Nur an der Kante ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Vielleicht fixe ich das mit ein bisschen Holzleim, aber wenn ich das mache, dann werde ich es natürlich auch zeigen. Alles klar. Also einmal kurz das Papier ein bisschen anfeuchten. Beim Abschleifen sind ja jetzt so Späne und so Staub entstanden. Dann ziehst du jetzt einmal aber immer so in Richtung der Holzplatte ab. Und dann wirst du wahrscheinlich so ein bisschen Staub da dran haben. Mhm. Genau. Ja, das ist gut so. So, dann ist die Seite jetzt aber wirklich fertig. So, die Platte ist jetzt fertig. Ich habe sie einmal abgeschliffen. Das Gerät funktioniert immer gut, finde ich. So an sich ist es gar nicht so laut, aber wenn man dann die Tischplatte hat und auf den beiden Böcken drauf, dann war das schon sehr, die Tischplatte hat quasi eine Resonanz erzeugt und dann war das Ding auch ganz schön laut. Also da, ich glaube, die Nachbarn hat schon ein bisschen genervt, zumindest wenn sie draußen waren. Gut, müssen sie mit klarkommen. Aber es hat richtig gut funktioniert, ich konnte mit einer Hand alles machen. Wo man aber aufpassen muss, zumindest bei der Platte, die ich jetzt hatte, die war schon recht glatt. Ich hatte ja einmal mit dem 120er und einmal mit dem 240er geschliffen. Das 240er ist das, was feiner ist und das 120er ist das gröbere. Das gröbere hat man gar nicht gebraucht. Im Gegenteil, die Platte war schon recht flach und eben. Und mit dem stärkeren Schleifpapier habe ich dann teils sogar Bahnen reingezogen, die man dann im Holz gefühlt hat. Die musste ich dann wieder rausschleifen. Von daher probiert lieber erst ein bisschen zu feinen, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Und gerade bei der Platte, die ich hier vom Bauhaus hatte, die war schon recht glatt. Ich musste da noch ein paar Sachen machen. Was super wichtig war, waren die Kanten habe ich einmal schön gemacht, weil die waren schon ein bisschen scharfkantig und wenn man da dann gegenhaut, ist das blöd. Nicht rund gemacht, aber ein bisschen angerundet und dann noch einmal die Ecken, weil die waren auch sehr spitz. Aber ansonsten, das Ding hat mir echt gut gefallen. Ich habe das zwar noch nie gemacht, also ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich bin da sehr zufrieden mit. Die Oberseite der Tischplatte ist jetzt auch definitiv schön glatt. Der Akku von dem Ding ging natürlich weiterhin nicht so gut rein. Das ist ein Problem davon. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer bei dem Schleifer so ist oder ob ich einfach hier ein Montagsmodell bekommen habe. Das ist auf jeden Fall das Negativste, was ich momentan über die Ryobi-Werkzeuge sagen kann. So viel dazu. Danke fürs Zugucken. Lasst gerne Kommentare da. Ich freue mich drüber, wenn ihr noch irgendwie Ideen habt, wie ich das noch hätte besser machen können. Und die Leute, die sich angucken, die können ja dann jetzt gerne nochmal in die Kommentare reingucken. Vielleicht stehen ja noch ein paar Tipps da. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr ein Abo da lasst oder liked. Danke soweit fürs Zugucken und bis nächstes Mal.